ein. Während die Dvorak Polka oder Dvorak, ich weiß nicht genau, Polka wieder spielt. Also diese Polka-Lieder, die ich drin habe, die klingen alle irgendwie von der Grundmelodie her gleich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal... Ja, ich habe das schon mal erwähnt. Okay, ich glaube, hier decayt nicht mehr viel. So, das ist der... Wow. Was war das denn? Bin ich wohl im Schnee stecken geblieben? So, hier erstmal ein kühles Bad nehmen. Ah. Und ihr seht, das Wasser hat auch immer noch Textur. Das mag ich ja, wenn Wasser Textur hat. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Oh, es ist kalt. Erstmal eine Fackel hier hinstellen. Komm, wärme mich, Fackel. Sehr gut. Ah, schon viel besser. Oh, oh, das Eis schmilzt schon. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Junge. Auf dünnem Eis. Mhm. Ist ja nur halb so tief, wie ich es bin. Und hält 5 Milliarden Blöcke aus. Weil es so gesehen keine Statik hat. Und ich Steine. Ja, da war ja was. Ich vergaß. Das ist, ja. Hier. So. Dann machen wir das Ganze mal wieder schön galant. 30 Stück. Und dann hier noch schnell alles hinsetzen. Mist. Da brauche ich dann auch ein paar Zäune und ein paar Wollfarben, um die Stände hier so zu machen. Also dann steht beispielsweise hier so der eine Stand. Das mache ich mal eben. Ich habe ja noch ein paar Sticks, da kann ich mal ein paar Zäune machen. Wow, die Frames, was ist denn gerade los mit den Frames? Please, fang you. So. So. Okay, 16. Kommt hier so schon mal der eine Laden hin. Okay, und dann hier so der andere. Hier dann auch einer. Das war's dann. Hier kommt dann eventuell so eine Kiste hin oder so. So, hier. Zack, zack. Dann hole ich mir gleich mal farbige Wolle. Dann wollte ich ja mir daraus Slabs machen. Hier aus den... Also nicht aus der Wolle. Man kann sich ja... Nee, so gehen Slabs ja gar nicht. Man kann sich ja in der 1.6 dann auch Teppiche machen. Das ist ja auch ganz nett gelöst. Dann hat man... auch einen Boden daraus. Ich weiß nicht, ob man... Teppiche kann man auf jeden Fall auch über Wasser platzieren. Das heißt, man hat dann so darunter Wasser, aber darüber Teppich. Das heißt, man kann ganz gut hier Wasser stellen, beispielsweise für Felder kaschieren, indem man da braune Wolle drüber haut. Kommt natürlich auf das Texture Pack drauf an, wie ähnlich die Wolletextur der... also die braune Wolletextur der Erdetextur sieht. Bei Misa geht das eigentlich, glaube ich, zumindest von der Textur her. Also da kann man schon fast übersehen. Und ach, das Holz sieht so schön aus. Ah, ich mag die Textur wirklich. Und dieses Connected Textures mag ich auch. Dass sie da so ein bisschen Varietät reinbringen. So. Dann hier noch das Ganze wieder voll. Mist. Ich sollte nicht anfangen zu singen, während ich gerade irgendwas baue. Das geht alles dann nur schief. Es geht dann in die Hose, in Eimer oder wie auch immer man es nennen mag. So, habe ich hier schon? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich werde hier jetzt so, haha, da guckt ihr aber, da habe ich jetzt nämlich und so. Dann ist hier jetzt einfach mal... Haben wir noch Treppen? Ja, haben wir noch. Nee, ich nehme mal Cobblestone-Treppen. Zum einen ist das sparsamer und zum anderen finde ich das auch besser. Pistons wäre eigentlich ganz gut.
So, hier ist dann so die Überwachung, also so der Wachposten. Da sind dann so Wachmänner hier und überprüfen dann immer so ein bisschen. Ja, ist hier, oh, es ist hell, es geht wieder. So. Wir prüfen dann immer so, ja, ist alles in Ordnung hier. Ja, ja, Gucken dann auch manchmal hier so, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Halt, so habe ich mir das gedacht. Ich meine, es macht wahrscheinlich keiner hier, weil die NPCs nicht genau das machen, was man will. Manchmal machen sie etwas sehr anderes, aber naja, man kann es sich ja vorstellen. Die Fantasie heißt es ja. Jetzt habe ich gerade ernsthaft nach dem Wort gesucht. So. Okay, dann sitzt man hier so. Na, da vorne scheint alles auch okay zu sein auf dem Marktplatz. Okay. So. Das ist wahrscheinlich zu sehr um die... Upsa. Das ist wahrscheinlich zu sehr... Da ist die Ecke zu nah dran, oder? Nein, ich will das nicht so. Ich möchte das gerne... Das geht wahrscheinlich sogar gar nicht. Doch, es geht, aber... Halt nicht auf die Uhr, auf die Weise, die ich jetzt möchte. Ist okay, dann mache ich das hier einfach mal so. Und dann auf der anderen Seite kommt da auch noch was rein. Kommt da dann beispielsweise... Hier sowas hin. Dann hier so ein kleiner Abstelltisch, wo dann irgendwas drauf sein kann. Was auch immer. Ich weiß gerade nicht, was da drauf sein könnte. Dann hier vielleicht ein Regal. Eine Kiste eventuell. Das wäre ja auch mal eine Idee. Einfach nur zur Cinematic Willen, um Cinematic Willen. Oder Immersion Willen. So, hier kommt dann eine Kiste hin und dann sitzt man hier so und hat da auch so ein Auge auf die Städtchen. Dann hole ich mal schnell die Wolle. Die Wolle, ich hole die Wolle. Die Wolle, ich hole die Wolle. Die Wolle, ich hole die Wolle. Die Wolle, 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 hole ich die. Ja, und da steht auch schon ein Schaf. Das könnten wir eigentlich gleich mal abernten, aber weiße Wolle brauchen wir ja gar nicht so viel unbedingt. Doch, aber weiße Wolle haben wir auch, glaube ich, noch recht viel. Muss ich mal unten in mein Lager gucken, was wir ja jetzt haben. Ich bin ja jetzt stolzer Besitzer eines Lagers. Ich habe ausgebaut. Renovierungsarbeiten. Hat nur ein paar Folgen gekostet. So, Holz und Wolle. Wolle steht rechts, also ist Wolle hier. Genau, okay. 20 nehme ich mal mit und dezentere Wolle nehme ich mal mit. Und noch ein bisschen von der dezenten Wolle. Braun. Okay, das passt dann mit der braunen Textur der Erde und der Wolle nicht ganz beim Visapex überein, aber es gibt sicher tolle Dinge, die man mit den Teppichen machen kann. Irgendeiner fällt da schon was ein und die Frames brechen gerade so ein. Aber demnächst, ab nächster Folge dürften die Frames nicht mehr einbrechen. Hoffe ich. Dürfte eigentlich nicht. Naja. Aber bis dahin müsst ihr manchmal mit ein wenig eingebrochenen FPS leben. Wow. Erschreckt mich nicht so, bitte. So. So. Na komm schon. Also manchmal ist das ja ein bisschen komisch mit Rana, wenn sie so hoch springt. So, dann die braune Wolle rausnehmen. Nein, da wollte ich es nicht hin tun. Die Wolletextur mag ich auch sehr. Erinnert mich auch ziemlich irgendwie an die Alpha. Auch wenn die da wesentlich flacher war, die Textur, sag ich mal. Also die war da wesentlich einheitlicher. So, haben wir hier den kleinen Marktplatz, da müssen wir dann ein paar Kisten hinzufügen und so. Schade, dass man nicht solche Kästen hat. Das fände ich noch schön, wenn man in Minecraft die Möglichkeit von Kästen hätte. Oder Fässer oder sowas, einfach sowas, was so ähnlich danach aussieht, das fände ich schön.
So. Okay, da sind dann die Händler, die alles verkaufen. Hallo, hallo, möchten Sie was kaufen? Hier Sonderangebot und wahrscheinlich können hier Monster spawnen. Ja, das war ja wieder klar. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Vielleicht müssen wir da dann Villager Golem hier reinsetzen, der ein bisschen auf die Leute aufpasst. Zumal Zombies seit der ab der 1.6 dann ja eh so einen extrem erhöhten Radius haben. Das ist ja auch noch die Sache. Okay. Die Seite hätten wir dann fertig. Hier kommt vielleicht auch noch ein bisschen Marktplatz hin. Hier muss dann auch noch die Wand hin. Also ein bisschen nimmt es langsam Form an. Wir haben hier nur halt noch mehr als 3/4 zu tun mit der gesamten Stadt. Ihr seht, Stadttor ist fertig, das ist fertig, das muss noch gemacht werden, das und das und dann da oben das Gemeindehaus. Also da haben wir noch wesentlich was zu tun und das größte, der größte Zeitaufwand wird wahrscheinlich sein, die ganzen Rohstoffe zusammenzukriegen. Die Gebäude sind ja gar nicht mal so das Problem, weil die ähneln sich in mancher Hinsicht dann eventuell schon. Also ich krieg's wahrscheinlich nicht hin, jedes Haus komplett individuell zu halten und ich will das auch nicht unbedingt, dass jedes Haus komplett individuell ist, sondern dass die alle so einem gewissen Bauschema folgen. Und deswegen geht das mit dem Bauen, denke ich, relativ schnell. Es dauert halt nur, bis wir so viel Stein zusammen haben. Deswegen werde ich zwischendrin wahrscheinlich auch mal was anderes machen. Nicht die ganze Zeit nur hier bei der Stadt rumlungern, sondern auch mal wirklich was anderes machen. Mal wieder in eine Höhle gehen oder was weiß ich. Das waren wir ja schon ewig nicht mehr. Man war jetzt letztes Mal in der Höhle, Folge 82. Die ist ja gar nicht mehr online. Mensch, muss mal wieder in eine Höhle gehen. So, und Mann, haben wir unser Inventar zu. So, dann kommt das jetzt erstmal hier rein. Und das kommt hier rein. Und das und das. Das, ich räume mal eben ganz kurz mein Inventar auf. Jedenfalls ein bisschen. Okay. So, danke für die Sortierung. Ach, wir hatten da noch Kisten drin stehen. So. Kann man hier noch irgendwelche Akzente hinzufügen? Nein, eigentlich nicht, oder? Man könnte das so gekachelt mit Cobblestone machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so aussehen würde. Ich lasse das einfach so. Es geht ja eigentlich. Ja, also ich stelle mich jetzt nicht so unzufrieden damit. Sagen wir es mal so herum. Okay, Schwerter. Haben wir alles noch? Dann haben wir alles an sich. Die Steine nehme ich auch mal wieder mit raus. Dann packe ich die mal hier hin und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe... Verzeihung. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.